Ich bin einfach nur glücklich und dankbar dafür, dass ich auch hier so angenommen werde. Ist so. Ja. Na, also wenn du jetzt in Berlin wärst, dann wärst du nur irgendeine Nummer. Und hier irgendwie an der Förde, das ist so, diese Hafenkante ist einfach so vertraut irgendwann, weil man da schon tausendmal langgelaufen ist. Du könntest mich wahrscheinlich losschicken und ich würde dir genau die Hafenkante ablaufen. Und ich bin da halt so oft gewesen. Und dann kam halt irgendwann so diese Teenager-Zeit, wo man auch mal sich mit einem Mädchen an der Hafenkante verabredet hat und dann eine Flasche Rotwein gekillt hat und eine Zigarette nach der anderen geraucht hat. Und eigentlich handelt der Song genau davon. Also auf der einen Seite wie das, was ich halt so erlebt habe da, und auf der anderen Seite was man so beobachtet, wenn man da hingeht. When we sat down by the water, where the lovers always go, it was high tide and the moonlight would make the water flow, and with sunrise we would feel like we had never felt before. Ich war schon überall, also von Prag und Göteborg in irgendwelchen Clubs, und das Volksbad ist immer der Laden, wo ich am liebsten drin bin. Das ist so, Volksbad ist Familie so, und was Quixi und Gary und die alle da machen. Und die machen das ja nicht nur organisatorisch, sondern die machen ja selber auch noch Musik, so, ne? So wie wenn man Aalkreise heute auf der Bühne sieht, das ist mir das Geilste, was es gibt im Moment in Deutschland. Flensburg war für mich immer so das Typische, war so ganz leicht angebrütet aus dem Volksbad zu kommen, klitschnass geschwitzt, an der Hafenkante zu stehen und immer so zu denken, scheiß auf Hamburg eigentlich so, ne? Wir haben eigentlich alles hier, was wir brauchen, so, ne? Ja. Hammer Aftershow-Party mit den ganzen Leuten, die an diesem Projekt drin waren. Geil war noch, dass an dem Aftershow-Abend, einen Abend davor, hatte Santiano gerade den Echo gewonnen. Und zwei der von Santiano kamen dann hoch und brachten Fani seinen Echo vorbei. Ach, was für eine unvergessliche Nacht. So. Und alle haben sich da, sind einander in die Arme gefallen und haben gesagt, hier, ja, wie wir uns alle kennengelernt haben. Also Ingo Trojaner, One Million Steps, Salamander, ich, Kissing Dynamite. Der kann fliegen zum Beispiel nicht so ab, so irgendwie lange Flüge. Da dachten wir auch immer so, ja, wenn wir irgendwann eine Tournee machen, dann können wir ja gar nicht fliegen. Das sind Probleme. Ja. Das sind Luxus. So, wir haben uns dann richtig Gedanken gemacht, wie wir denn international, wie geht das denn? War auch irgendwie echt lustig. Aber früher hat man noch viel mehr noch geträumt.